Verehrte Mitglieder der norwegischen Regierung, meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie haben sich heute hier eingefunden, um die Vergabe des Nobelpreises für den Frieden zu feiern. Er geht in diesem Jahr an mich, Bertha von Suttner. Dann noch einmal auf meinen 10 Jahre lang herbeigesehenen Gast. Santé. Was für ein Abend. Ich hatte Suttner noch nie so beleidigend erlebt. Natürlich war er voller Eifersucht. Doch das waren wir schließlich alle. Ich auf diese junge Geliebte, mit der ich in keiner Weise gerechnet hatte. Diese wiederum auf mich. Das hatte sie sogar zugegeben. Und Nobel? Was war mit ihm? Ich wollte nur eins, mit ihm allein sein. Und dann war es endlich Zeit zum Verabschieden. Aber eines muss ich Sie doch noch fragen, Herr Nobel. Wie kommt es, dass gerade ein Mann wie Sie so entschieden gegen den Krieg ist? Wo ich doch damit mein Geld mache? Ich habe mich natürlich auch ein wenig über Ihre anderen Erfindungen informiert, aber die Hauptsache ist... Das Dynamit, richtig. Und an dem wird eben gestorben. Trotzdem ist es möglich, dass der Frieden durch einen wenig schneller kommt als durch das Heer der Friedenskämpfer. Herr Nobel hofft, dass er eines Tages eine Waffe erfinden kann, die so zerstörerisch ist, dass keiner sich traut, sie anzuwenden. Weil sie nicht nur die Truppen des Feindes vernichten würde, sondern auch seine eigenen. Und was tat ich? Ich lief zurück, um meinen Schal zu vergessen, ein billiges Manöver. Doch ich musste ihn allein sehen, wenigstens eine Minute. Für mich? Von deinem lieben Gott persönlich. Von Nobel, gib her! Das Ding geöffnet? Wüsste ich sonst, was drinsteht? Du öffnest meine Post? Bertha, du bist meine Frau. Wir haben doch keine Geheimnisse voreinander. Er sagt übrigens ganz interessante Dinge. Zum Beispiel, dass du es mit dem Schreiben versuchen solltest. Ganz meine Meinung. Dass du talentiert seist, sehe er an deinen Briefen. Du hast ihm geschrieben. Wie du siehst, besitzt er unsere Adresse. Warum hast du mir das verschwiegen? Mann, ich schreibe, an wen ich will. Und du wirst bitte nie wieder meine Post öffnen, ja?